ich wollte nicht absteigen, ich wollte nicht hinsetzen, aber das macht er ja schon. Ganz witzig. Toll. Hübsches für euch. Ich finde das eigentlich gar nicht so hässlich. Ja. Ist doch klasse. Ich kann auch hinten sitzen, dann gucke ich nämlich nach hinten. Dann kann man hier so die Waffe zücken. Und schießt einer vorne und einer hinten. Cool, ne? Den machen wir auf Geschwindigkeit. Ah, ja, tragen vielleicht auch. Ich weiß ja, nicht. Ja, ich mache einmal auf tragen, dass er so 500 tragen kann. Und dann macht man dann da Geschwindigkeit. Der ist ja noch klein. Ja. Was kann er denn noch so? Öffentliche Plätze aktivieren? Aha. Ja. Oh, der ist gut. Mir gefällt er. Tapejara. Aber nach seinem Maul zu urteilen, frisst er eigentlich gar nichts. Der lutscht nur Suppe. Ja, ne? Oder zermatscht Bananen. Der hat ja nicht mal Zähne. Ne, der sieht wirklich mehr nach Pflanzenfresser aus, würde da irgendwas picken. Ja, die haben die Zähne vergessen. Ich habe hier noch Schnitzel gebraten, wenn du brauchst. Nö, ich habe einen Vogel noch genug, aber ich will erstmal jetzt hier noch meinen Kram loswerden. Ich pack das hier mal in den. Hier habe ich noch sowas Dings drin. Ich muss hier die Kisten auch noch wieder leer machen. Alles nehmen, alles geben. Weil die habe ich ein bisschen vollgemüllt vorhin in der Hektik. Guck mal, ich räume auch wieder auf. Ich bin ja nicht so. Bist nicht so? Nee, so bin ich nicht. Wie ist er denn? Ich bräuchte aber noch mal einen Schrank oder so. Das ist doch, in einem Haus haben wir ja noch Schränke, ne? Ich habe nämlich noch so eine Klamotten-Dingens hier. Klamotten-Dingens? Ja, so Klamotten eben. Klamottendingens. Haben wir hier irgendwo einen Kleiderschrank oben vielleicht? Oben hast du deinen eigenen höchstpersönlichen Kleiderschrank. Nee. Ja, das natürlich. Das ist ja geil. Da tue ich dann meine roten Waffen rein. Ein Raketenwerfer. Sollte man immer im Bett haben, ne? Ja. Unbedingt. Gut, glaube ich jetzt auch. Dann kann man, da kann man irgendwie, weiß ich nicht, was man tut. Davon haben wir nun wirklich genug. Das habe ich noch und das. Was ist das denn da? Freier so, Curry. Ich mach grad. Gut. Jo. Dann haben wir erstmal wieder alles so gemacht, ne? Bist du hier noch am Braten? Ich bin noch am Braten. Ach, hier haben wir ja noch Töpfchen, das ist ja cool. Haben wir noch, ne? Jo. Ich möchte meine eigenen haben. Du machst schon Zement? Ich habe gerade hier Zement angesetzt, ja. Ich brauche nämlich Steine. Ich weiß, wo welche sind. Achi. Die haben immer irgendwie so, ne? Wieso bin ich schon wieder voll? Ich habe nur zwei Steine mit. Zwei Stacks. Mal gucken. Frisbee. Oh, Frisbee kann besser tauchen. Was mache ich da mit dem Polymer? Das kann man hier vielleicht reintun. Oh, 4 Stunden hält das da auch nur drin. Wo hält das denn länger? Ich habe das in diesen Strohbehälter reingetan.
Dieses Polymer habe ich auch hier reingetan. Ich weiß gar nicht, wofür wir das brauchen. Jetzt kann man das Schönes bauen. Holy Boy! Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also hier, da passen 250 Sachen rein. Und da habe ich auch mal hier Fläschchen und alles so Mögliche da als Lager auch benutzt. Ich mag das Geräusch. Ich habe da noch so einen Topf hingestellt. Wo ist mein Zelt eigentlich? Das habe ich in der Tasche. Kannst du das in Lola reinpacken? Lola. Lalalalala. Jawohl. Willst du auch einen Fallschirm? Nö. Nö. Da kannst du ja nur nicht mit. Oben auch sind hier viele Töpfchen drin. Och, ist das alles voll hier. Ja, die Töpfchen kann ich mal hier rausnehmen. Die können woanders rein. Die mache ich in den einen Pott rein. Ja. Dann kann ich hier nämlich mal so einen Sattel rein tun. Genau. Kann ich hier so einen Sattel rein tun? Man kann ja so einen Sattel. Was hast du denn jetzt da noch reingetan? Ich bin im falschen Strand, glaube ich. Ich habe die Töpfchen jetzt hier in den Topf hier. Hier ja, in den nee, ist noch alles gut. Da. Ich hatte nur. Falschen, da ist noch ganz viel Platz. Falschen Treibstoff. Wofür ist das? Das hast du gebaut. Ich weiß es nicht. Wir dachten für die Kettensäge. Apropos Kettensäge, die Kettensäge in Henry ist ziemlich kaputt. Da ist noch eine drin, da sind zwei drin. Ja, die kaputte habe ich jetzt mal rausgeholt und packe die hier. Kannst du mal eine Fabrikator tun, kann man ja bei Fabrikator bei muss man die machen? Ja. Bin ich eigentlich hundertprozentig sicher. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Meine Sicherung? Ja, ich bin mir auch sicher, weil dafür brauchst du nämlich jetzt, um die zu reparieren, 20 Elektronik, Polymer und Zement. Also muss man das mit dem Teil da machen. Wir müssen mal ganz viel von dem Zeugs da mal organisieren. Polymer? Ne, Elektronik, ne? Beides. Oh, Perlen haben wir brauchen noch. 60 Polymer. Ich hab noch so viel Perlen, ne? Ja, wir haben ganz viele Perlen. Kannst du nicht mit organischen das machen? Da müsste ich mal gucken. Das müsste doch gehen, ne? Verbundzeug. Ne, Silizium, Perlmetallbarren, Obsidian und Zement. Tja. Industriekocher. Ich habe mir mal eine Blutinfusion gebastelt. Also ich hatte so ein Ding in der Tasche, jetzt habe ich mich mal angezapft. So, hier ist noch Platz, dann kann da der Stuhl rein. Den Stuhl kannst du aber auch ins Haus bringen und da irgendwo hinstellen. Ja, den hatte ich eigentlich immer mit zum Angeln. Mein Angelstuhl eigentlich. Ich habe noch mal Essen gekocht. Genau, ins Haus ist doch gut. Kann ich nämlich abends meine Klamotten hier einstellen. Falsch rum. Lola. Guck mal, Lola, hier unten kannst du trinken fliegen. Ist doch so doof, dass man mit der Maus beim Hinsetzen Sachen dreht. Also wenn du die drehend hinsetzt, also so, ne, Position ausrichten willst. Das macht man doch mit Cursor-Tasten oder so, doch nicht mit der Maus. So drehst du dich nämlich aus dem Bild raus und siehst du gar nicht mehr, was du da hinsetzt. Man hat mir Profis versprochen. Ist ein Känguru runtergefallen. Echt? Ein kleines Känguru. Naja, so klein auch wieder nicht. Meine Blutinfusion hält in diesem Strohding 18 Minuten. Im Kochtopf nicht länger. Im Futtertrog kann ich da nicht reintun.
Wir haben überhaupt keinen Kühlschrank, ne? Wir haben nur dieses Strohdings. Ja. Reicht doch. Weil das besser hält wie ein Kühlschrank. Ach, da haben wir ja viel Sparkpuder drin. Ja, warum soll ich das in den Schrank reintun, wenn da 250 Plätze sind? Ja, stimmt. Oh, ja. Hast ja recht. Ich brauche Steine. Ich hole mal Steine. Steine. Haben wir nicht hier sowas zum Steine machen? So ein, hier so ein Klopsdings. Wir haben so ein Kloppi, ja. Ein Klopsdings. Du brauchst du nur bis vor die Tür zu gehen. Ja, da hat er noch einmal lecker. Braucht doch nicht mal vor die Tür zu gehen. Braucht nur an die Tür zu gehen. Huch. Hilfe, Gegenverkehr. Oh, da ist ein Mäuschen durchgelaufen. Ach, da ist auch Sand. Da hat er auch immer viel Sand dann. Nimm mal die Flügel da weg. Was ist denn jetzt hier los? Ich weiß nicht, was nicht. Greift uns da was an? Nein, ich stehe hier irgendwo und kann mich nicht bewegen. Ich komm mal gucken. Wo bist denn du? Hier am Bulkboard hier. Ich wollte zum Fabrikator hin. Was machst du denn für lustige Tanzbewegung? Ich weiß nicht. So, jetzt geht's wieder. Ich bin ja irgendwie mit dem Bein da. Hängen geblieben. So, ich habe mal Perlen geholt. 88 Stück. Da hinten in der Pfütze. Ja. Oh, ach, hier sind ja auch noch viele drin. Ja, ja, eben. Und, ach, viel Öl. Ja. Ja, Öl und Perlen haben wir nun wirklich genügend. Das ist echt gut, ja. Lola, was kannst du denn tragen? Ein Zelt hast du drin. 500. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Viel Öl machen die Käfer aber nicht, ne? Irgendwie gar nicht. Naja, was soll's. Ne, das kommt ja woanders rein. Das Öl kann man hier in den Schrank tun, ne? Vorne hier die Tür. Da war die Tür. Da ist. Das meinst du nicht ernst, ne? Wer? Hier der. Der Tapiara oder wie er heißt. Da macht der kleine Kackeknödel. Also vom Kleintier. Das haut nicht so ganz hin, würde ich sagen. Ja, aber guck mal, der ist ja eigentlich auch recht schlank. Ja. Tapsi. Raptoren machen ja auch alle nur kleine Kackeknödel. Und der Wawa auch. Das finde ich eigentlich. Das ist doch totale Scheiße. Ja, es ist ja scheiße. Na, das hatte ich ja letztens schon gesagt. Es ist ja mehr ein Wassertier, ein Wassertrinktier. Ja, gut, aber ich meine von der Größe her, so kleine zierliche Knödelchen. Du meinst, der pinkelt mehr, als er kackt. So steht er auch auf niedrigste. Machst du die immer auf niedrigste? Nee. Ja, dieser Schwanz. Ich mache immer niedrig. Aber nicht niedrigste. Niedrigste, ja, kommt nämlich danach. Oder ist niedrig niedriger als niedrigste? Nein. Hä? Ja, weil ja niedrig, also es ist ja niedrig, niedrigste, mittel. Und haben die sich einfach nur vertan. Nein, der steht auf mittel. Ja, und dann machst du auf, der nächste wäre hoch. Dann kommt höchste. Dann kommt niedrig und dann kommt niedrigste. Was total unlogisch ist. Ja, natürlich ist das unlogisch, aber... Es ist arg. Das sind die Arg-Entwickler. Die haben da irgendwie eine Logik drin, aber... Die ist, glaube ich, noch keinem so richtig aufgegangen. Ja, ich glaube, das müssen die sich auch selber erklären.
Ja, eben. Tür passt auch nicht richtig hier. Naja, was soll's. Ja, das ist ja, weil das die Strohtür in. Ja, hätten die aber trotzdem passend machen können. Das stimmt. Die Felder waren da hinten, ne? Ja, die sind voll. Oh, echt? Sollten zumindest ziemlich voll sein. Da sind Aber siehst mal, so Kartoffeln. sieht das doch ganz nett aus. Ich habe schon so viel. Ich hätte gern ein großes Beet. Kannst du mir ein großes Beet Aber bauen? selbstverständlich kann ich das. Ich muss nur gucken, ob wir noch Holz genug haben. Weißt du, wo Holz ist? Deinen Bäumen, glaube In den Bäumen. Henry! Dann will ich nämlich solche Pflanzen Y mal hinpflanzen irgendwo. Haben wir nämlich noch nicht gezeigt. Hast du denn auch einen kleinen Schrank hier bei den Beeten, wo man das Ja, da habe ich sogar einen überschüssige. großen Schrank in da drin. Wo? Wenn du da reingehst. Unterm Haus? Ach, bei den Beeten. Das ist ja spannend hier unterm Haus. Da kann man langlaufen. Das finde ich gut. Hä? Was? Ach so, keine Munition. Das kann Benzin mit. Doch, das lief kurz an und ich dachte, der Baum wäre fertig. Nicht bei den Käfern ist klar. Da kann ich auch dann den Fertilizer erstmal reintun. Ja. Ich hatte ihn bloß mit zu den Blumen gebracht und da war halt kein Schrank. Sowas. Muss sie ja immer zu ihrem Glück zwingen, die Käfer. Ne, Tapsi? Die mache ich mal auf. Was wollten wir denn machen? Bewegen oder tragen? Tragen 500, ne? Muss auch dreimal oder so. Frisbee, hast du ein Level ab? Oh, noch nicht. Lola hat gleich ein Level ab. Was? Die hat schon. Muss ja drei Level dazu gekriegt. Ein riesengroßes Beet. Ja, ist doch gut. Hey! Willst du was hinhaben? Das will ich setzen. Wenn ich darf. Ich packe es dir in Frisbee rein. Ich habe Ja. gefragt, du willst du das hinhaben? Als er sagt, packe es mir in Frisbee rein. Ja, das hörte sich aber so an, dass ich das irgendwo, dass du das schon irgendwo hinsetzen willst. Komm, Lola, wir beobachten ihn mal. Ich will ja nur irgendwo so ein bisschen, dass man mal hier so geschützt ist. Aber da bräuchte man ja Wasserleitung, ne? Ja, da sitzt doch erst die Wasserleitung von da. Den würde ich am liebsten in der Wüste hinbauen, das Ding. Da ist ja eine Wasserleitung von uns. Das mache ich mal, das finde ich spannend. Ne? Ja gut, aber da musst du auch immer hinfliegen und da Ja, macht doch nichts. Zeugs reintun. Ich weiß auch nicht, was du da vorhast. Ist doch egal, lass mich das doch einfach mal machen. Ja, ich Man hab. muss doch nicht immer irgendwas vorhaben. Man kann das doch Aber einfach du mal. hast doch was vor. Und ich will auch nur wissen, was. Lass mich Ja, doch ich auch. teilhaben an den Müll, den du fabrizieren Siehst möchtest. du? An dem Müll. Gleich schon wieder verurteilt. Ja, ich hab dich verurteilt. Als ob du immer alles richtig machst. Das habe ich nicht gesagt. Das klang aber so. Du Vielleicht verfließt ist dich es so. jedenfalls. Vielleicht ist es so. Du verfließt dich, ich nicht. Hey, ja, aber was ist das denn hier? Gehst du wohl rein ins Körbchen? Stinky? Frisbee, komm mal her. Ich muss mal den gelben Strahl holen hier oben. Denn, und dann gehe ich da in die Wüste und dann mache ich. Ich will auch nur mal gucken, wie das Ding funktioniert. Man kann es ja immer wieder abbauen. Ein maroder Lymantria-Sattelrezept-Dingsbums. Hey, wo ist denn das? Da ist das. Die sind aber hübsch, die gelben Blümchen hier. Ja. So.
Willst du mich jetzt verarschen? Der Spruch alleine, ne? Großes Beet kann nicht gesetzt werden. Benötigt einen sonnigen Platz. In der Wüste. Mitten in der Wüste. Ja, hier ist das nicht sonderlich sonnig, ich weiß. Nein, das ist nicht sonnig. Ist versperrt. Aber hier ist doch Wasser und alles drunter. Ich brauche mal eine Foundation. Wie mache ich denn eine Foundation jetzt auf die Schnelle? Eine Holzfoundation reicht, ne? Oder? Mhm. Oh, da ist ein roter Strahl. Willst du den holen? Der ist gleich bei uns, da wo wir vorher gewohnt haben, aber oben da auf der Plattform, wo das Salz ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich fliege einfach hoch. Der kommt da gerade runter. Ja, Lula muss noch ein bisschen rumfliegen. Eben.